Hallo, grüß euch, neues Video gibt's wieder. Heute geht's um das Fotoshooting. Wie kann man die Accessoires in einem Shooting mit einbauen? Wie kann man dadurch Lockerheit schaffen? Das erzähle ich euch nach dem Intro. Ich bin die Caroline Grill von Caroline Grill Fotografie und gleich geht's los. Wie gesagt, ich werde euch heute ein bisschen was erzählen über die ganzen Accessoires, was man verwenden kann. Ich habe mir mit der Zeit einiges angeschafft und bin halt einfach drauf gekommen, dass diese jetzt nicht nur für das Foto schön ist, sondern das einfach einen anderen Zweck auch hat, und zwar Lockerheit zu schaffen. Und die meisten, die zu mir kommen, zu einem Fotoshooting, die sind das überhaupt nicht gewöhnt. Die lassen sich das erste Mal fotografieren und haben so überhaupt keine Ahnung, wie soll man sich jetzt hinstellen, wie soll man jetzt posen, was passiert überhaupt. Die meisten sind es einfach gewöhnt von früher, dass man sich einfach nur irgendwie ruhig hinstellt, sich nicht mehr bewegt und dann so ein Foto macht. Bei mir, ich schaue immer, dass eine Lockerheit entsteht. Wie kann man das am besten machen? Bei mir ist es so, dass ich zum Beispiel, wenn ich ein Couple fotografiere, dass ich sie am Anfang immer mal gehen lasse. Dort müssen sie schon was machen, sie müssen sich bewegen und dadurch wird natürlich auch eine Lockerheit erzeugt. Aber man kann das auch mit diesen Accessoires schaffen. Und ich bin bei den letzten Shootings draufgekommen, dass die Leute oder einfach die Damen zu mir gesagt haben, nein, ich ziehe nie einen Hut an, das bin ich gar nicht gewöhnt, ich weiß nicht, ob mir das passt. Und ich bin aber jetzt auch drauf gekommen, dass sie im Nachhinein dann alle mega happy waren und gesagt haben, wow, das war total cool, da haben wir einfach mal was anderes gemacht, einfach mal raus, einfach was anderes ausprobieren. Und ich habe dann halt auch festgestellt, dass man, wenn man diesen Hut entweder aufsetzt oder einfach nur mit sich trägt, dass man dann einfach irgendwas mit den Händen tut. Weil die meisten sind es überhaupt nicht gewöhnt und denken sich, die lassen die Hände hängen und man weiß überhaupt nicht, was man tun soll. Und wenn man zum Beispiel einen Hut in der Hand hält oder halt einfach sich bewegt und irgendwas mit dem Hut macht, dann fühlt man sich ein bisschen wohler, man hat irgendwas in der Hand und da tut sich einiges. Und deswegen habe ich mir gedacht, das muss ich unbedingt mit euch teilen, einfach einmal zeigen, dass man, was man halt alles machen kann. Also man kann den Hut eben mittragen, man kann ihn aufsetzen, man kann auch hier jetzt mit der Hand irgendwas machen. Also alles schaut dann total cool aus und es entsteht so eine Lockerheit. Hier zum Beispiel dieser Sonnenhut, das ist ein großer Hut, den setze ich einmal auf. Und der schaut zum Beispiel auch total lässig aus, einfach einmal ganz was anderes. Hier macht er einen Bogen, man kann sich irgendwo anhalten, man kann irgendwann Spaß machen. Und von dem her, auch bei diesem Hut, also versucht einfach unterschiedliche Hüte. Ich muss einmal schauen, ob meine Haare wieder sitzen. Und auch hier kann man dann halt einiges mit dem Hut auch machen. Passt hier auf, dass die Leute dann einfach nicht so durch die Gegend marschieren mit dem Hut und da, dass man diese Seite sieht, sondern halt einfach umdrehen. Und auch hier kann man lustige Fotos machen und sich bewegen. Was ich zum Beispiel hier noch habe als Accessoire, ist zum Beispiel eine Tasche. Also auch die Tasche kann man dazu verwenden bei den Fotoshootings, damit man etwas hält, damit man etwas macht, damit man ja, sich bewegt und einfach eine Lockerheit erzeugt. Also denkt daran, was könnte euch gefallen bei dem Shooting, was kann man noch dazu verwenden, dass das dann halt einfach aufgewertet wird. Das Gleiche ist halt auch mit den Kleidern, wenn man die Kleider zur Verfügung stellt. Die meisten oder bei mir kommen sehr viele, die sagen, okay, ich bin gewöhnt, nur Hosen anzuziehen, ich habe keine Ahnung, was ich sonst anziehen soll. Und ich habe einige Kleider, die ich zur Verfügung stelle und ich sage immer, probiert es an, schaut einmal, wie ihr euch wohlfühlt und ja, geht einfach einmal auf das ein, lasst euch leiten und schaut einmal, was für Fotos rauskommen. Also einfach auch die Leute ein bisschen ansprechen, auch wenn sie sonst Hosenträger sind, dass sie vielleicht doch einmal ein Kleid anziehen. Man kann ja dann im Nachgang schauen, ob es einem gefallen hat oder eben nicht.
Was ich zum Beispiel schon seit einiger Zeit anwende, sind auch diese Tücher. Entweder ich sage das den Leuten, dass sie schon Tücher mitbringen, oder ich stelle diese Tücher auch zur Verfügung. Auch hier kann man sich wieder bewegen. Man kann die Tücher, man kann spielerisch arbeiten mit den Tüchern und sich reinkuscheln oder halt einfach nur wehen lassen. Und hier halt auch diese bewegten Fotos machen und auch hier wieder diese Lockerheit reinbringen. Ich habe einfach gemerkt, dass die Leute danach mega happy waren, wenn sie die Fotos gesehen haben. Also überlegt euch wirklich, was kann man noch mit einfließen lassen. Was ich zum Beispiel noch gemacht habe bei dem Muttertagsshooting, ist zum Beispiel so einen Kranz. Das ist von der Kollegin, von der Conny Hirmann, die hat, ich mache ein bisschen Werbung für sie, die macht mir immer diese tollen Kränze. Und auch diese kann man dann wieder aufsetzen und wunderschöne Fotos machen. Einfach einmal ganz andere Fotos, als man sie normalerweise gewöhnt sind. Wir werden euch im Nachgang auch noch Fotos zeigen, die wir gemacht haben, damit ihr ein bisschen eine Ahnung habt, was kann man alles machen. Und ich bin gespannt, was da rauskommt. Ja, lasst es mich wissen, was da entstanden ist. Schickt mir Fotos. Ihr könnt auch gern am Instagram-Account was posten und dann mich verlinken. Ich würde mich total freuen, was da entsteht. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst mir ein Like da. Und wenn ihr noch mehr Videos sehen möchtet, dann abonniert einfach meinen Account, der ist gratis. Und ich freue mich, wenn wir uns natürlich das nächste Mal wiedersehen bei dem nächsten Video. Und sonst wünsche ich euch einen schönen Tag und bis bald.